Engels sprach. Meine Seele ist nun mir betrübet, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verkläre deinen Namen. Jesus sprach: Diese Stimme, die ihr hört, ward nicht mir, sondern euch. Jetzt kehrt über die Welt das Gericht und wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Menschen tanzieren zu mir.
nicht wohl Moses, sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Beachtet gut und tut alles, was sie euch sagen. Doch handelt nicht ihnen gleich, denn sie reden, aber tun's nicht. Sie binden wohl unerträgliche Bürde und legen sie den Menschen auf den Hals. Sie selbst hingegen wollen keinen Finger daran rühren. Wehe euch, schriftgelehrt Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich vor den Menschen verschließt. Thank you.
habt es nicht gewollt. So wisset eures Hauses Städte, wird euch Wüste sein. Wenn ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen von jetzt an, bis zu dem Tage, da ihr sprecht. Gelobet sei, wenn er kommt, den Namen.
Der süßen Brote setzt Jesus sich zu Tisch, und die 12 Apostel mit ihm. Es hat mich herzlich verlanget, dies Osterlamm mit euch zu essen. Sogleich aus dem Saal.
Dieser Kelch ist das Neutestament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dann, als sie den gesprochen hatten, ging ihr hinaus an den Ölberg, und seine Jünger folgten nach. Als sie kamen euch nieder hier, ich gehe hin und bete. Und nahm zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, du schläfst, vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Steht auf, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Zum anderen Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Vater,
Schlafen wollt ihr und ruhen. Es ist genug, die Stunde ist die, dass des Menschen Sohn den Sündern überantwortet wird. Und als er noch redete, da kam Judas und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen. Alsbald trat er zu Jesus und sprach: Rabbi, Rabbi, und küsst ihn. Die aber legten ihre Hände an Jesus und griffen ihn. Ginget aus wie zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Im Tempel bin ich täglich bei euch gewesen und habe gelehret, und ihr habet mich nicht ergriffen. Göttlich Lamm.
Ich mich ver-
gesagt. Ich will den Tempel abbrechen, der mit Händen gebaut ist. Und in drei Tagen einen anderen bauen. Aber dieses Zeugnis schüttelt nicht wieder an. Antwortest du nichts zu all dem, dass diese Zeugen wider dich? Es hat ihr gehört, wie Gott es lässt.
Thank you.
Wolken streiche. Keine Schuld an ihm finde. Also,
Mein Herr und mein Gott, blick hernieder auf ihn durch den allein Erbarmen mit uns du Sohnes, den du so sehr